Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Die Hände und die Füße wollen euch begrüßen. Die Hände und die Füße sagen Hallo. Hallo, ihr Lieben. Geht's euch heute auch gut? Ja, sehr gut. Ja, mir geht's auch sehr gut. Okay, wo ist jetzt die Leseratte? Leseratte, kommst du? Ja. Was ist denn? Du bist ja ganz aufgeregt. Was hast du? Was? Du hast noch eine Maus gesehen. Wo? Oben am Himmel? War es eine echte Maus? Aber du hast eine Maus gesehen. Waren das in den Wolken? Ja, oben am Himmel hast du die Wolken angeschaut? Hast eine Maus gesehen? Ja, das ist ja schön. Habt ihr schon die Wolken angeschaut? Habt ihr Mäuse in den Wolken gesehen? Oder vielleicht einen Drachen? Oder einen Hund? Wenn ihr mal Zeit habt und ihr geht nach draußen, dann guckt ihr mal ein bisschen die Wolken an. Und ich habe auch ein schönes Buch zum Vorlesen. Bis gleich. Holt mal eure Kuscheltiere. Ich hol Gina. Und dann hören wir die Geschichte. Bis gleich. Könnt ihr sehen, die Leseratte ist ganz, ganz aufgeregt. Sie möchte so gerne diese Geschichte hören. Und diese Geschichte heißt Kleine Wolke. Und Erik Kahle hat dieses Buch geschrieben. Erik Kahle hat auch das Buch von der kleinen Raupe geschrieben. Und bist du mein Freund? Und vom kleinen Käfer nimm immer frech. Und dieses Buch heißt Kleine Wolke. Langsam zogen die Wolken den Himmel entlang. Kleine Wolke aber schwebte hinterher. Könnt ihr sehen, das sind große Wolken am Himmel. Und da ist noch die kleine Wolke. Und das Blaue ist der Himmel. Die Wolken schwebten nach oben und zogen davon. Kleine Wolke schwebte nach unten und berührte die Dächer der Häuser und die Wipfel der Bäume. Guck mal, die großen Wolken sind ganz da oben und die schweben davon. Und die kleine Wolke hat hier die Häuser berührt und die Wipfel, das sind die hier oben, die oberste, das oberste von einem Baum. Ich kann 1, 2, 3, 4, 5 Häuser sehen und ganz viele Bäume. Ich glaube, das sind Obstbäume, vielleicht Äpfelbäume, Pflaumenbäume, Pfirsichbäume, das weiß man nicht. Bald waren die Wolken außer Sicht. Also alle anderen, diese großen Wolken sind, konnte man nicht mehr sehen. Kleine Wolke verwandelte sich in eine große Wolke. Guck mal, wie groß ist sie jetzt. Kleine Wolke verwandelte sich in ein Schaf, das Schaf. Schafe und Wolken sehen sich oft sehr ähnlich. Kleine Wolke verwandelte sich in ein Flugzeug. Kleine Wolke sah oft Flugzeuge durch die Wolken fliegen. Das Flugzeug. Und die Flugzeuge fliegen auch oben am Himmel. Und sie fliegen durch Wolken. Wenn sie durch eine Wolke fliegen, dann kann man gar nichts sehen. Es ist nur weiß.
kleine Wolke verwandelte sich in einen Haifisch. Kleine Wolke hat einmal einen Haifisch im Ozean gesehen. Kleine Wolke verwandelte sich in zwei Bäume, einen Tannenbaum und einen, könnte ein Apfelbaum sein. Kleine Wolke fand es schön, dass Bäume nie ihren Platz verlassen. Ja, das stimmt. Bäume können nicht irgendwo hingehen. Die bleiben immer da stehen, wo sie sind. Kleine Wolke verwandelte sich in einen Hasen. Der Hase. Guck mal die schönen Ohren an. Kleine Wolke sah es gern, wie Hasen über die Wiese hoppeln. Kleine Wolke verwandelte sich in einen Hut. Der Hut. Weil, mal sehen, kleine Wolke sich in einen Clown verwandelte, der einen Hut brauchte. Diese kleine Wolke kann tolle Sachen machen. Das ist der Clown. Guck mal die große Nase an. Hier ist die Nase nicht rot. Dicke Lippen. Große Schuhe. Die anderen Wolken schwebten zurück. Sie schmiegten sich eng aneinander. Guck, könnt ihr sehen, die kommen wieder und die kommen ganz dicht aufeinander oder aneinander. Kleine Wolke, riefen sie, komm zurück. Kleine Wolke schwebte ihnen entgegen. Die Wolken verwandelten sich in eine Riesenwolke, aus der es regnete, regnete und regnete. Könnt ihr sehen, wie viel das regnet? Ganz, ganz viel. Und da freuen sich die Bäume. Das Gras freut sich, weil die nämlich Wasser brauchen zum Wachsen. Das war eine schöne Geschichte, nicht? Von einer kleinen Wolke. Was ist, Gina? Ja? Du willst nach draußen und du auch, kleine Leseratte? Ja, dann müssen wir schnell auf Wiedersehen sagen. Ihr wollt Wolken anschauen, nicht? Ja, wir sagen Tschüss. Wir wollen nach draußen und Wolken anschauen. Und ihr könnt das auch machen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Jetzt gehen wir nach Haus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Die Spielzeit, die ist aus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Heute war es wunderbar. Und bald sind wir, und bald sind wir alle wieder da. Und bald sind wir, und bald sind wir alle wieder da.